ja, Video 1 zum E36 bzw. Part 2. Wir haben ja schon ein Eingangsvideo gemacht. Leider haben wir im Hintergrund ein bisschen Geräusche von der Baustelle, die hier in der Nähe ist. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Kommen wir gleich zum E36. Zu einem der Probleme, die ich, wie ihr auch selber seht, hier unten am Kotflügel. Weiter geht es am Schweller. Thema Rost ist bei den Autos ein bisschen ein heikles Thema. Das ist auch das Thema, was wir jetzt mal zuerst ansprechen. Ich werde euch jetzt zeigen, wo diese Stellen sind. Ich werde euch zeigen, was zu beachten ist. Ich werde euch sagen, wie man da Abhilfe schaffen kann, beziehungsweise was man dagegen tun kann. Und natürlich ganz wichtig, wenn ihr so ein Fahrzeug anschaut, wo ihr gucken müsst. Ja, oftmals ist es so, dass viele das einfach ein bisschen oberflächlich mit Unterbodenschutz zumachen, ein bisschen überdecken, und dann kommt derjenige, der sich damit nicht auskennt, oder der Laie, sage ich mal ganz vorsichtig, schaut sich das Fahrzeug an, empfindet alles für gut, und irgendwann kommt dann das böse Erwachen, und das wollen wir natürlich in dem Fall verhindern. Deswegen würde ich jetzt sagen, Marcel, geh mal ab zum Auto, bis gleich. Ja, dann kommen wir, wie ich gerade schon erwähnt habe, zum ersten Teil, wo definitiv nicht problematisch ist, weil man kann diesen Kotflügel bzw. auch den Kotflügel auf der anderen Seite natürlich relativ einfach tauschen. Ist aber nun mal so, dass die relativ arg von Rost befallen sind. Ja? Das hier unten gehört auch noch in dem Fall mit zum Kotflügel. Der Kotflügel ist hier unten verschraubt. Er ist hier zweimal verschraubt von innen, wenn man die Türe aufmacht. Hier oben unter der Motorhaube. Und dann ist dieses Bauteil schon weg. Das heißt, wir haben hier zwar relativ eine relativ hohe Anfälligkeit, man sieht es auch hier drüben schon, dass er hier Blasen wirft, aber man kann dieses Teil relativ schnell tauschen und es ist relativ preiswert. Also man bekommt einen Kotflügel im Zubehör, ich sag mal in den größeren oder bekannten Firmen wie ATP, Kfz-Teile, irgendwo so um 50 bis 80 Euro, das heißt, da haben wir relativ wenig Aufwand. Dann kommt halt natürlich noch das Lackieren dazu, und jeder, der ein bisschen eine geschickte Hand hat, kann diesen Kotflügel in einer halben Stunde, ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde tauschen. Ja, also das wäre mal das kleinere Übel. Jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten. Bis gleich. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Zu einem Punkt, der nicht immer ganz so einfach ist, aber auch problematisch ist. Und zwar hier oben am Dom. Hier wird quasi das Federbein gehalten, beziehungsweise hier ist die komplette Federbeinaufnahme mit dem Domlager. Und hier ist es oftmals so, wenn du gerade mal ein Stück näher kommst, Marcel, hier seht ihr, das ist extra nochmal mit Bitumen überzogen und hier drunter ist geschweißt, ja. Und oftmals ist es so, dass sie hier anfangen zu rosten, ja. Oder auch im Bereich hier vom vorderen Rathaus. Und das ist natürlich nicht ganz so gut, weil hier geht es natürlich um eine tragende Geschichte. Natürlich gibt es hier auch Abhilfe. Man kann hier natürlich auch mit Einsätzen, mit Bleche reinschweißen und so weiter arbeiten. Aber es ist natürlich so, wenn ihr jetzt so ein Fahrzeug anschaut, und ihr seht von vornherein, hier ist Rost, andere Seite ist Rost, Schweller etc. Ja, Thema Unterboden, da kommen wir nachher dazu. Dann würde ich euch einfach raten, dann lasst die Finger weg. Dann nehmt lieber 500 Euro mehr in die Hand, weil die Autos gehen schon bereits, also gute gehen schon bei 2000 Euro, 1500 bis 2000 Euro los. Nehmt lieber ein paar Euro mehr in die Hand, dann spart ihr euch die Arbeit. Ja? Hier seht ihr gerade, wenn du gerade mal ein Stück herkommst, hier seht ihr die Verschraubung nochmal kurz vom Kotflügel, also von der oberen Seite, wo ich gesagt habe, unter der Motorhaube. Bloß, dass ihr das gleich wisst. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir ab zum nächsten Schwachpunkt. Ja, eine der weiteren Schwachstellen. Wir hatten ja den Kotflügel vorne. In der Zwischenzeit habe ich euch auch erwähnt, dass die Schweller auch oftmals problematisch sind. Und die Wagenheberaufnahmen, da kommen wir aber nachher nochmal dazu. Jetzt kommen wir mal zum hinteren Radlauf. Marcel, wenn du gerade mal herkommst. Ihr seht es hier, ich weiß nicht, sieht man es in der Kamera auch, fängt schon an zu blühen. Und wenn wir weitergehen, hier rüber, schwenken wir hier rein in den Radlauf, kommen wir ein Stück zu mir hier, so. Wenn ihr hier seht, hier fängt es auch schon überall an. Ja, momentan wäre das noch so, dass man das noch machen könnte. Wenn es irgendwann mal so ausartet und wuchert, dann müsste man eine komplette Seitenwand einschweißen. Und da ist halt auch wieder die Frage, Kosten-Nutzen. Macht es Sinn oder ist es einfach zu viel und es lohnt sich nicht? Deswegen vorher schauen, hier kann man noch rechtzeitig Abhilfe schaffen. Einfach da gucken, dass er da anschaut,
guckt, was muss man denn machen, holt euch Expertenrat, fragt vielleicht einen Karosserier oder einen Lacker, der einfach weiß, okay, das und das, das hier kann man definitiv noch machen, aber es gibt schon deutlich schlimmere. Achtet darauf, nicht, dass später das böse Erwachen kommt. Ja, gehen wir weiter. Ja, hier bin ich jetzt selber der Kameramann. Ich habe es gerade angesprochen, Thema Wagenheberaufnahmen. Ihr seht's, hier fängt schon relativ gut an, ja. Hier geht's auch irgendwann darum, dass hier drunter auch noch Tragbares sitzt. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall ordentlich schauen. Hier muss man auf jeden Fall raustrennen und am besten man macht ein neues rein. Hier wird's vielleicht noch reichen, wenn man Blech einsetzt, aber die Frage ist halt auch, ob man dann alles wegbekommt, alle Reste. Deswegen macht's auf jeden Fall Sinn, wenn man das hier auf jeden Fall tauscht. Das heißt, hier auf jeden Fall den kompletten Schweller raustrennen, einfach einen neuen Schweller einschweißen und gucken, dass die ganzen Sachen drumherum alle sauber sind. Weil wenn ihr das Fahrzeug mal auf die Bühne nehmt und es hebt dann nicht mehr, weil es hier drunter noch weiter gammelt und nachher der Wagenheber, die Wagenheberaufnahme bricht, dann habt ihr auf jeden Fall nichts gewonnen. Das ist jetzt der hintere Teil, also wir sind jetzt gerade im hinteren Teil vom Fahrzeug. Ich nehme euch jetzt noch mal kurz mit nach vorne. Und dann wollen wir mal schauen, wie es vorne aussieht. So, ja, jetzt sind wir vorne an der Wagenheberaufnahme und wie ihr seht, sieht es hier genauso aus. Ihr seht auch hier drüben schon überall. Das heißt, hier ist der Rost schon relativ arg. Hier war mal im Kotflügel, dass man den tauschen kann, das wisst ihr schon. Und hier ist jetzt einfach so, Thema Unterboden, auch ganz, ganz wichtig. Ja, oftmals so, entweder auf die Bühne nehmen, auch mal klopfen, gucken, Hammer nehmen und dezent schauen, weil das ist oft hier auch eine Krankheit, dass auch Teile vom Unterboden deutlich vom Rost befallen sind. Ihr könnt auch Glück haben, wie schon gesagt, das ist jetzt nicht verallgemeinert. Es gibt definitiv auch noch welche, die vom Thema Rost nicht so betroffen sind, aber ihr seht, dass er hier doch schon relativ stark betroffen ist. Ja, und man weiß auch nicht, was hier drunter ist. Oftmals, wenn man hier den Kotflügel wegmacht, ja, dann ist hier drunter auch oft hier so ein Dreieck, wo es dann quasi hochgeht zur Stirnwand, ist auch oft relativ stark mit Rost befallen und da muss man halt schauen. Das sind auf jeden Fall mal so die schlimmsten Punkte, also Schweller, Kotflügel, Unterboden, da auf jeden Fall ganz arg drauf achten. Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein paar Kleinigkeiten zum Thema Türe und Kofferraum. Bis gleich. So, Thematik Türe. An der Türe unten ist auch oftmals das Problem. Einfach hingehen, Türe aufmachen, mit der Hand mal hier durchfahren, reinschauen und mal eine kleine Sichtprüfung machen. Marcel, kommst du gerade mal her? Ja, wenn man gerade mal hier durchfährt, ihr seht es vielleicht auf dem Video, kommen wir gerade mal noch ein Stück näher. Hier, das spüre ich auch schon, hier fängt er auch schon an. Also wir haben hier innen schon Rostbefall und hier ist auch schon eine ganz leichte Blase. Das heißt auch einfach da schauen. Ich meine, ihr habt hier auch die Möglichkeit, so eine Türe auf dem Schrott zu finden oder auch im Zubehör zu kaufen. So teuer sind sie nicht mehr. Der Vorteil bei diesen Autos ist schon gesagt, gerade dass relativ viel im Schnitt bezahlbar ist oder bezahlbarer ist wie bei anderen Fahrzeugen. Aber trotzdem einfach schauen, weil gewisse Dinge kann man einfach ausschließen und sagen, nein, es passt nicht. So. Ja, kommen wir zum in meinen Augen erstmal letzten wichtigen Part, und zwar ist das die Heckklappe. Marcel, wenn du gerade mal herkommst. Bei der Heckklappe ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr hier drunter schaut. Ja? Hier drunter ist oftmals das Problem, dass er hier auch anfängt. Da ist er momentan sehr gut oder gerade hier drinnen. Ja? Hier sind Abläufe und da ist einfach die Sache, dass man da ein bisschen schaut. Er sieht hier jetzt sehr, sehr gut aus. Selten. Aber gut für das Fahrzeug. Teil 2 ist hier unter der Dichtung. Wir machen sie jetzt nicht weg, weil ihr seht, er ist soweit sauber. Aber hier meistens an dieser Dichtung, wenn man diese Dichtung löst, ist hier auch oft Rostbefall. Ja? Da sieht er jetzt gut aus. Dafür habt ihr gesehen, dass er am Kotflügel Probleme hat, am Schweller. Und die Wagenheberaufnahmen sind alle Sachen, das kann man machen. Ja. Sind wir gespannt, was der TÜV dazu sagt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir geschwind ab nach vorne, dass ihr wisst, was im nächsten Video von diesem Fahrzeug kommt. Ja, bis gleich. So, habe ich gerade gesagt, nächstes Video. Ihr seht schon, ihr könnt es euch schon denken. Im nächsten Video gehe ich auf die Motoren ein. Was gibt es für Motoren? Was
können die Motoren, welche Motoren sind zu empfehlen, was ist bezahlbar, sage ich mal ganz vorsichtig, was ist wartungstechnisch relativ einfach, welche Motoren sind anfällig, wenn ja, was haben sie für Anfälligkeiten. Da gehen wir einfach im nächsten E36 Video drauf ein. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Video schauen. Abonniert mich, lasst ein Like da. Ich freue mich auf euch. Kommentiert, wenn ihr was wissen möchtet oder wenn euch was gefallen hat. Habt ihr konstruktive Kritik, könnt ihr genauso kommentieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, wünsche euch einen schönen Mittag und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.